Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Endlich mal wieder ein Außeneinsatz. Und nach über 20 Jahren in diesem Geschäft dauert es dann schon ein bisschen, bis ich mal wow sage. Und wirklich sprachlos bin, als ich gerade bei Ole hier ums Eck gekommen bin. Und ich war jetzt, glaube ich, 2 Jahre nicht da, habe ich reingeschaut und habe gesagt, ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Und Sie kennen Oles Teich aus verschiedenen Blogs, Sie kennen ihn vom Modern Koi Magazin, er war mal unser Model, der nette Herr mit Sonnenbrille und Tattoos, er hat zumindest mehr Tattoos als ich. Und ja, und ambitionierter Koi-Liebhaber, am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, irgendwann gesagt, nicht so, der Bestand nur noch auf Konishi gemünzt, das hat er dann gemacht, seither keine Probleme mehr, auch bei dieser riesen Anzahl an Fisch, die hier drin sind. Und das erste war dann, als ich war vor ihm da, weil Sie werden gleich wissen, warum. Und als ich also gekommen ist, war das erste, was ich ihn gefragt habe, wie viel Kilo hast du gefüttert am Tag? Dann sagt er, ja, das Futter, was du mir da zuletzt geschickt hast, das ist weg. Wir haben jetzt Mitte Dezember, Teich hat noch 14 Grad, ist aber erst in letzter Zeit runtergekühlt worden. Sag ich, ja, Ole, wie viel Futter war das? Dann sagt er, ja, 250 Kilo. Dann sage ich, dieses Jahr. Dann sagt er, nee, das ist irgendwann Anfang Oktober kam das. Dann sage ich, du hast seit Anfang Oktober hier 250 Kilo. Sagt er, ja, 4 Kilo waren es am Schluss. Und seine Frau Claudia hat gesagt, völlig irre, völlig irre. Und dafür muss ich sagen, er hat da viel von dem Futter, da hat er Fisch werden lassen zum einen. Und zum anderen, ja, die Fische sind riesig geworden, sie sind gewachsen. Ich weiß noch, im Modern Koi Magazin, da habe ich noch mit ihm gewettet, wie groß kann welcher Fisch werden. Wir werden heute, wir werden natürlich einen Blog machen, wo wir messen und mal schauen, wie sich die einzelnen entwickelt haben. Ich denke, er hat wahrscheinlich so ein ganzes Buch an Konishi Koi IDs. Und da bin ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, mehr als gespannt, wie die sich alle entwickelt haben werden. Warum gibt man so einen Teich auf? Ganz klar, er zieht um. Er hat sich ein neues Wohnhaus, ein Geschäftshaus mit einem Traumteich gebaut. Manche von Ihnen kennen Sie es vielleicht schon vom Facebook. Da habe ich es auch mal zugeschickt bekommen. Und er hat jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt, so das ein oder andere, was ihm hier nicht gefallen hat, neu zu machen. Zum Beispiel seinen Teich steingrau zu streichen. Eine relativ komplizierte Teichform zu haben, die nicht ordentlich zu durchströmen ist. Wahrscheinlich auch Anzahl Bodenabläufe etc. pp. Das schauen wir uns aber alles an, wenn wir am neuen Teich sind, auch filtertechnisch weiß er, was er haben möchte. Und er hat mich gefragt, können wir bei 14 Grad die Fische umziehen? Sag ich, das ist eine Traumtemperatur. Die Fische sind nicht sonderlich aktiv. Wichtig ist, dass wir rechts und links die gleiche Temperatur haben. Die Fische sind nicht sonderlich aktiv. Bei den Temperaturen werden auch in Japan die Naturteiche abgefischt. Also von daher alles gut. Aber jetzt schauen wir noch die Fische ein bisschen an. Weil das ist schon mehr als geil. Ist das Haus eigentlich verkauft? Und noch nicht? Willst du verkaufen oder vermieten? Mit Koi oder ohne Koi? Aber du gibst mir dann die Adresse von dem, der es mietet. Danke! So. Hier haben wir die Bande. Und da ist richtig Volumen rangekommen. Hier, das war einer der ersten, die ich vorher gesehen habe. Ein Genrin Karashi Koyo, der war glaube ich auch 2-jährig. Wenn ich es richtig weiß, aus dem Auktionshaus. Ein richtiges Brett geworden. Und so manche Karashi Koi, riesig, viele Showas drin. Nicht mehr so gelblastig das Bild, wie es mal war. Hier ein Traum Kutschaku. Der kann richtig was. Traumhaftes Kutschakuhan. Ja, und da sind wir jetzt natürlich gespannt, was die Größten nachher aufs Maßband bringen werden. Man vertut sich da ein bisschen. Gerade vorher hat Ole zu mir gesagt, der ist sicherlich so groß und der ist so groß. Ich bin mir sicher, man liegt immer ungefähr 5 cm zu groß. Aber das werden wir gleich sehen. Aber die Bande wird mit Sicherheit, wie viele Fische sind jetzt drin, Ole? 55. Also wir haben hier locker, aber ganz locker 400 Kilo Fisch, schätze ich mal. So roundabout. Also, auf uns wartet jetzt richtig viel Arbeit. Und wie groß ist der neue Teich? So groß wie er.
Ja, also auch 70 Kubik. So ungefähr sind es, gell? 70. 68 Kubik Wasservolumen im Teich und 10.000 Liter in der Filterstrecke. Also 78 Teich und 10.000 Liter im Filter. Und da laden wir Sie zum Umziehen und natürlich zur neuen Teichanlage ein. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.